Ja, geschätzter Herr Kollege Hoffmann von der CSU, auch heute wieder von Ihnen, und Sie sind ja jetzt ja an vorderster Front parlamentarischer Geschäftsführer, da erwartet man eigentlich, dass man sich mit Inhalten und mit Personen beschäftigt. Sie haben vorgeschlagen, einen Kandidaten von uns abzulehnen heute, den Johannes Meyer, und Sie haben nicht ein Wort zu seiner Person verloren. Sie haben nicht ein Wort dazu verloren, warum er nicht geeignet ist. Ich finde das in hohem Maße nicht korrekt für die Ehre dieses Hohen Hauses. Warum machen Sie das nicht? Bitte schön, Herr Kollege Hoffmann. Na, Kollege Hahn, ich habe auf die vergangenen Protokolle verwiesen, indem ich immer wieder darauf hingewiesen habe, dass Mitglieder Ihrer Fraktion aufgrund der Verhaltensweise, aufgrund Ihrer Art und Weise, wie Sie sich hier im Haus präsentieren und welchen Mitgliedern Ihrer eigenen Fraktion Sie auch schon Beifall geklatscht haben bei den wirrsten Aussagen, dass solche Mitglieder für uns nicht wählbar sind. Ich möchte diesem Hohen Haus nicht die Zeit stehlen.